Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, hier bei Lego Star Wars, die Skywalker Saga. Ich bin jetzt nochmal in diesem Auftrag drin, den ich nochmal, naja, zum Teil zumindest neu starten musste, weil da tatsächlich offenbar ein Bug war, dass ich eine Tür nicht öffnen wollte. Und bin jetzt an der Stelle, wo ich quasi nur noch diese zwei Sturmtruppler besiegen muss. Oder ich habe sie jetzt, glaube ich, schon besiegt, die noch gefehlt haben. Und ja, genau, da steigen wir jetzt einfach mal ein, denn die Phasma hat was zu sagen. Dann kümmere ich mich eben selbst um euch. Captain Phasma müssen wir jetzt offenbar besiegen. So. Mit Feiglinge, Hahn bin das ich da auf euch zu unterwegs. verstecken. Euer alberner Widerstand ist bald vorbei. Das ist, glaube ich, nur für das Minikit. Ach ja, ich hatte beim Nochmalspielen ein Minikit aufgesammelt. Das war in so einem Raum drin. Das tut mir sehr leid. Hallo? Nur, dass ihr da euch nicht Zeigt euch, wundert, ihr Feiglinge! warum ich plötzlich ein Minikit habe, das ich vorher nicht hatte. So, wo ist sie denn? Da hinten irgendwo. Genau, da. Okay, wartet mal, ich will mal mit. Fallen stellen sollen wir ihr? Ach so, jetzt sehe ich das gerade erst. Wie kann ich ihr denn Fallen stellen? Kann ich hier Dinge bauen irgendwie? Warte mal, das sind ja nur diese. Ich könnte das durch die Gegend schieben. Wir gehen mal dahin, wo wir hin sollen. Und gucken mal, was da zu tun wäre. In ihrem Raum drin ist irgendwas. Ah, da können wir uns hier Wenn wir dieses. Phasma fangen wollen, brauchen wir unbedingt diesen Energiekern. Vorher zerlege ich noch ihr Büro. Einfach weil ich es kann. Ah, und mit diesen Energiekernen, da können wir jetzt nämlich in diese Räume rein, wo ich vorher nicht reingekommen bin. Da sind ja so Türen teilweise mit so blauen, naja, Halterungen halt, ne? Ah, hier zum Beispiel. So. Wenn sie da drauf tritt, bekommt sie den Schock ihres Lebens. Ihr gefällt das Ganze ein wenig zu sehr, Junge. Es hat geklappt. Jetzt ist euch das Lachen vergangen, was? Hör auf, große Sprüche zu reißen und schnapp sie dir. Denk an den Schild. Kommt runter hier, dann zeige ich euch, wie man mit Eindringlingen umgeht. Nein! Sie hat den Energiekern geklaut. Ich sehe schon wieder nichts. Dieser Plan kann nur funktionieren, wenn wir den Energiekern einsetzen. Tja, den müssen wir erstmal wiederholen. Ah, hier kommen wir hier gleich rüber, okay. Aha, jetzt sind wir hier oben. Ja, da drüben ist auch ein Minikit, da kommen wir aber nur mit Ray dran. Habe ich schon gesehen. Wir müssen uns den Energiekern wiederholen, Leute. Ist die Frage, wo ist sie denn? Ich schlüpfe hier mal wieder in die Rüstung. Vielleicht kann ich dann da, doch da rein. Hier so. Nein, schade. Okay, sie ist da hinten. Hier wäre noch was für Hahn. Ach, wo ist der denn wieder?
Achso, das wäre hier nur, glaube ich, gut gewesen, wenn wir die Sturmtruppe hier noch gehabt hätten. Ach, egal. Oh, oder haben wir uns jetzt hier einen Weg freigesprengt? Nee. Nö, nö. Hier ist auch noch ein Minikit. Ach, hier drin wahrscheinlich. Ja, okay. Wie kriege ich das Ding von ihr wieder? Das ist eine sehr gute Frage. Gib mir das. Aha. Kutschen. Gib her. Komm. So. Jetzt können wir es mal hier vielleicht reinstecken. So. Ja. Wischdroide Elektromagnet. Nochmal das. Ein Magnet. Das wird sie lehren, keine Chromrüstung mehr zu tragen. Hm. Vielleicht können wir ihr damit ja die Rüstung entziehen. Ah, die Tür ist nur für sie quasi, ne? Bringen wir sie in den Kontrollraum. Dort können wir den Schild ausschalten. Jetzt seht ihr in eurer Metallrüstung ziemlich alt aus. Werd nicht überheblich, Kleiner. Komm. Freut euch nicht zu früh. Eure armselige Bande wird diese Basis niemals zerstören. Okay. Egal, ob ihr mich gefangen habt oder nicht. Achso, wir müssen jetzt mit ihr in den Kontrollraum. Okay, ich verstehe. Wo ist das? Zweimal. Das müsste dieser Raum sein, wo ihr Gesicht ja drauf war, wo ich nicht reinkam. Ja, ach, sie geht schon von ganz allein dahin, okay. Wenn ihr auch nur einen Moment nicht aufpasst. Machen Sie die Tür auf. Los! Soll ich euch den Eimer vom Kopf pusten? Schilder abschalten! Du machst einen großen Fehler. Nein. Was machen wir mit ihr? Gibt's hier irgendwo einen Müllschacht? Eine Müllpresse? Die gibt's tatsächlich. Hä? Was machst du denn hier? Erst flüchten, danach umarmen. Erst flüchten, danach umarmen. Oh je, was haben die denn mit dir gemacht? Wie fies. Schilde sind um. Wir sind fast da. Beschießt das Ziel. Konzentriertes Feuer. Nehmt so viele andere. Oh nee, muss jetzt wieder fliegen und schießen dabei. Ach, ein Volltreffer. Aber es hat nichts gebracht. Wir haben jede Menge Sprengladungen dabei. Wir sollten sie benutzen. Wenn ihr da rein wollt, muss ich den Stromkasten finden. Ah, die Kleine weiß, was sie tut. Okay. Damit haben wir das Level auch geschafft. Gott sei Dank kann man ja die Sachen immer noch mal neu spielen. Ohne dass es dann Gott sei Dank wieder buggt. Das wäre sonst echt schlecht, wenn wir hier mal an einer Stelle richtig festhängen würden. Oh, und alle Herausforderungen geschafft. Toll, das freut mich. Ja, das ist eben dieses Minikit, was ich geholt habe. Das war in einem der Räume drin. Gut, schon gut, nur die Ruhe. Habe ich aufgesammelt, als ich gesucht habe, wie wir weiterkommen. Sehr, sehr großen Tut mir leid dafür. So. Wir müssen hier entlang. Ja, so passt das doch. Okay, da lang geht's. Okay, ich muss mal den Wischeimer zerlegen hier. Keiner braucht einen Wischeimer. Großarbeit ist für die Katze. Was hier überhaupt? Okay, niemand. So, wir gehen mal weiter. So, wo sind wir denn jetzt?
Los, Bewegung. Wir müssen bei der Tür bereit sein, wenn Ray sie öffnet. Ja, ja. Wir sind Gutes ja schon Mädchen. Da. Willst du uns in die Luft jagen? Hey, als ich sie fallen ließ, haben wir uns nicht in eine feindliche Basis geschlichen. Und der Falke hat's überlebt. Komm schon, wir haben zu tun. Da geht's nicht weiter. Werfen wir die Ladung einfach hier runter? Alter Perfektionist. Na schön, dann gehen wir eben rüber. Wir werden uns hier wahrscheinlich auch... einfach durchschleichen können, aber... das ist nicht so mein Ding, ihr wisst das ja selber. So, da sind noch welche. Okay. Zurück! Rückzug! Also, wir müssen jetzt hier Sprengladungen anbringen. Hier? Nee. Vernichtet sie! Ach, sei ruhig. Da muss eine hin. Zack. Och nee, ist jetzt wieder dieser Schimmer da? Nee, ist wieder weg. Okay. Sah gerade so komisch aus. Wo ist er denn? Da unten. Okay. So? Wo ist eigentlich Chewie? Da müssen wir einen anbringen. Ach, Mann. Ich brauche Verstärkung. Nein, brauchst du nicht. So. Ups. Ah, sah schon aus wie eine Bombe, ne? So. Ja, das hat dir jetzt viel gebracht, den Sprengsatz dahin zu werfen, wo du den hingeworfen hast, du Idiot. Hier ist noch eine Leiter. Okay. Dann hole ich mir mal noch einen neuen Sprengsatz. So. Kann ich die nicht gleichzeitig mitnehmen? Nee. Nein, leider nein. Hier muss auch noch einer hin. So. Und dann fehlt da drüben noch einer. Zack. So, dann haben wir es, glaube ich, gleich. Okidoki. War das die letzte? Dann nichts wie raus hier. Ja, nichts wie raus hier. Wer den Film gesehen hat, weiß, was jetzt passiert. Okay, Level starten. Han Solo. Ben Solo. Der geile Kylo. Mein Sohn. Willst du mir helfen? Ja. Danke.
Ach Mensch. Da hat der Ben seinen eigenen Vater getötet. Gebt alles, was ihr habt. Wer es vorher noch nicht wusste, jetzt wisst ihr es auf jeden Fall. Kylo Ren ist Ben Solo. Der Sohn von Leia und Han. Und der hat gerade seinen Vater getötet. Ach, Ben ist so eine Sache. Ich weiß auch nicht. Ben Solo, ich weiß nicht so richtig, ob ich ihn mögen oder hassen soll. Eigentlich finde ich es einen echt interessanten Charakter, so, weil der halt auch so im Zwiespalt steckt. Das Ding ist halt aber, ich finde, dass sie da so ein bisschen zu sehr die Geschichte von Anakin quasi nachgebaut haben mit Ben. Also ja, nicht ganz komplett, natürlich nicht, aber es sind doch viele Parallelen, die man da ziehen kann zwischen Ben und Anakin. Weiß nicht, wie ich das finde. Muss ich ehrlich sagen. Denn ich finde, man hätte sich vielleicht für den dann auch eine eigene Story überlegen können. Ja, haben sie ja irgendwie auch gemacht, aber eben nicht so richtig, ne? Ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. Es ist halt doch leider irgendwie sehr, sehr, sehr an Anakin angelehnt. Mit diesem ganzen Zwiespalt, in dem er da steckt und dieser ganzen Geschichte, ne? Ich kann es schlecht erklären, wie ich das meine. Aber wenn ich Ben sehe, dann denke ich halt doch schon sehr an Anakin. So, wir müssen noch zwei von denen hier. Ja. Wo ist es da? Okay, super. Ich glaube, jetzt haben wir es. Sehr gut. Schwarz 1, in dem Generator ist ein riesengroßes Loch. Wir haben es geschafft. Die Generatortüren sind offen. An alle Staffeln. Ich gehe rein. Okay, Poo geht rein. Das heißt, ich gehe rein wahrscheinlich. Ich liebe das. Hoppala. Ich muss hier diese Dinger irgendwie abschießen an der Seite. So. Also man wird es halt noch auch. Man wird noch viel mehr Parallelen finden in den späteren Episoden dann, in den beiden anderen, die noch kommen, zwischen Anakin und Ben. Ich nenne ihn gerne Ben, weil das ist ja sein Name eigentlich. Auch wenn er sich jetzt Kylo Ren nennt. Aber er steckt halt auch in so einem absoluten Zwiespalt. Weiß nicht, ob er eher der dunklen oder der hellen Seite angehören will, sag ich mal. Und gerade Rey lässt ihn da sehr zweifeln an dem, was er tut. Jetzt müssen wir schon wieder gegen Kylo kämpfen. Es gehört mir. Nein, Ben. Nein, das tut es nicht. Na komm, hol's dir! Balla. Weder Hahn, noch du! Ich bin noch Anfänger, also schön langsam. Balla. Kämpf gegen mich! Lass mich dich von deinem Elend erlösen! Ach, verdammt.
Zum zweiten Mal ein Lichtschwert in der Hand und dann gleich gegen Kylo Ren kämpfen. Ziemlich unfair. Ja, schon. Du hast dieses Lichtschwert nicht verdient. Gib es mir! Nein. Oh yeah, du kannst Bäume umstoßen. Wow. Er will, dass wir ihm folgen. Es ist wahrscheinlich eine Falle, aber wir müssen ihm nach. Okay. Dann wollen wir mal. Das ist deine Spur. Er ist da lang gegangen. Mensch, Kylo. Lass doch die Bäume stehen. Das bringt doch nichts, Junge. Oder wir machen einfach euch fertig. Ach so, wer war das gerade? Ich habe nicht aufgepasst. Hey! Kleiner Pisser. Eine Schrottsammlerin und ein Verräter. Armselig. Mhm. Oh oh. Der Planet bricht auseinander. Wir können ihn nicht davonkommen lassen. Ich meint. Du bist ein Monster. Jetzt sind es nur noch wir beide. Han Solo kann ich nicht mehr retten. Huch. BTF. Oh, nicht schon wieder, bitte. Okay. Was ist denn hier? Irgendwas ist komisch schon wieder. Komm schon. Keine Chance. Du wirst dich. Ah! Finn! Die macht es echt stark in ihr, ne? Wir haben die Basis zerstört! Feuer frei! Okay. Ist noch einer? Ja. Echt alles okay, Finn? Mir geht's gut. Wir müssen ihn aufhalten. Wir müssen an dem Ding hier vorbei. Okay. Also, irgendwie in letzter Zeit, eben auch gerade schon wieder, ich hoffe, ihr habt es gesehen, wo ich da durch den Boden gefallen bin. Ah, irgendwie ist in letzter Zeit der Boden drin. Ich weiß nicht, was los ist mit dem Spiel. Der Mann im Hintergrund hatte keine Probleme. Ich habe keine Ahnung, warum das hier so rumspinnt zur Zeit bei mir. Es tut mir ein bisschen auf die Nerven, ehrlich gesagt. Und es ist auch ein bisschen schade halt, ne? Weil das so ein bisschen den Spielfluss stört, finde ich. Kann sie da auch? Ja. So. Komm! Bringen wir es zu Ende! Ja, ich bin ja dabei, dann bleib doch auch mal stehen. Oh. Stell dir vor, was du mit der richtigen Ausbildung erreichen kannst. Ach man, ich will doch ausweichen, aber irgendwie macht sie das nicht. Ups. Aus. Ja. Du brauchst einen Lehrer. Ich kann dich mit der Macht vertraut machen. Nein, nicht überspringen, um Gottes Willen.
Autsch. Kriegt er noch eins auf den Deckel. Ach, der arme Finn. Ist. Starkiller zerstört. Sehr schön. Level abgeschlossen. Das haben wir geschafft, Jedi. Ah, schade. Und zwei Minikits. Ich habe gar nicht gemerkt, wie ich die aufgesammelt habe, ehrlich gesagt. Oh, was haben wir denn hier? BB-8 sagt, er müsse uns etwas zeigen. Was ist denn das? Ah, da kann man die Mission nochmal... Oh, ich verstehe. Notfallspeicher hat. Halt, so warte doch. Okay, gehen wir mal mit ihm mit. Oh, aber da startet das nächste Level. Das schaffen wir jetzt allerdings nicht mehr, Leute. Dann machen wir die Folge heute einfach mal ein bisschen kürzer. Gut, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da oder auch ein Abo, gerne auch den ein oder anderen Kommentar und seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei hier bei Lego Star Wars, die Skywalker-Saga. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis dahin und tschüss!